Leander ist bei Sturm der Liebe ratlos. Obwohl sich Markus sonderbar verhält, sind seine Untersuchungswerte normal. Nachdem dieser aber starke Kopfschmerzen entwickelt, rät der junge Arzt zur Sicherheit noch einmal zu einem MRT. Erst möchte Markus nicht, doch Eleni kann ihn überreden. Und das ist auch gut so, denn Leander findet dabei den Grund für sein auffälliges Verhalten. Die Zeit drängt, denn Markus ist schwer krank. Robert hat Gefühle für Nicole entwickelt. Als er von Michaels Nachrichten an die Kaffeebetreiberin erfährt, überredet er den Arzt, sich als geheimer Verehrer zu offenbaren. Das will Michael auch tun, doch zuvor trifft sich Robert noch einmal mit Nicole. Als diese ihn offensichtlich weiterhin für den Verfasser der Nachrichten hält, greift Robert spontan zu einer Lüge. Er behauptet, die Nachrichten seien von ihm. Was Michael darüber denkt, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Donnerstag um 15:10 Uhr in der ARD.